Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pioneers of Pagonia. Wir haben an dieser Stelle gestern Schluss gemacht. Ich habe die Sammler endlich eingestellt. Die dürfen jetzt anfangen hier zu sammeln, denn hier gibt es jetzt ein bisschen was zu sammeln. Was ist das hier? Sind das... Nee, das sind Steine. Hier sind auch noch ein paar Pilze. Ja, ich lasse die erstmal ein bisschen in die Richtung hier das Land erweitern. Und dann... Gehen wir hier weiter nach oben. Zum Jagen. Ich würde erst mal... Wir haben 9 Hasenfleisch. Wir brauchen demnächst auch neue Rationen. Ich aktiviere jetzt auch die Proviantmacherhütte, damit wir neue Rationen bekommen. Was essen unsere Leute hier eigentlich? Essen die alle nur Ration oder dann das hier? Himbeeren und so? Lager. Holz. Alles. Und hier machen wir Fleisch. Alles. Keine Ahnung, ob ich das brauche. Ich habe gerade vergessen, mir eine Jacke anzuziehen. Es wird frisch. Muss jetzt durch. Sogar rennt theoretisch hier unten. Oh, man sieht ja, wie lange ich hier den Spielstand schon spiele. Ihr seht, dass ich nicht cheate. Übrigens, ich habe mir gerade so überlegt, ich weiß jetzt nicht, wie das hier so läuft, ob es auch mal Passagen gibt, wo ein bisschen weniger passiert, weil ich warten muss, dass sich hier irgendwas wieder einpendelt oder so. Wenn dem so ist, dann lasse ich so ein bisschen die Zeit ein bisschen schneller vorlaufen. Aber dass ihr euch nicht wundert, ich mache das dann irgendwie kenntlich, dass ich gerade ein bisschen spule in der Aufnahme. Weil ich glaube, ich kann hier im Spiel direkt jetzt nicht irgendwie Zeit schneller laufen lassen. Deswegen würde ich das dann in der Aufnahme regeln. Aber wie gesagt, ich mache das dann irgendwie kenntlich, sollte ich irgendwie die Zeit vorspulen. Okay, sie lagern hier auf jeden Fall das Holz ein. Das ist cool. Noch haben wir hier ein paar Bäume stehen, aber ich glaube, ich muss dann auch langsam die Forsthütte habe ich halt ein bisschen blöd gebaut jetzt hier hinten, ne? Und die Leute hier hinten lasse ich hier oben ein bisschen erkunden. Wie gesagt, wir müssen hier für den Jäger. Der kann gerade nicht jagen, weil kaum Hasen in unserem Gebiet unterwegs sind. So. Stein. Wir müssen uns auch langsam Gedanken um Stein machen. Muss ich den Steinbruch bauen an nahegelegenen Vorkommen ab? Es wird ja schon Sinn machen, das hier so ein bisschen links zu. Ich warte noch kurz, damit die hier die Lücke schließen und dann setze ich hier. Obwohl, ich habe ja jetzt schon Platz. Nee, warte noch einen Moment.
Und dann setze ich hier den Steinbruch hin. Ja, das mache ich. Ich könnte in der Zwischenzeit... Brauche ich auch 3 Steine? Hey, noch habe ich Stein. Nein, das passt nicht. Wir müssen erst hier noch ein bisschen ausbauen. Okay. Aber ich finde schon, es sieht schon echt schön aus. Ist auch. Ich meine, die Pagonia arbeiten ja hier wirklich. Ich meine, das Holz fliegt jetzt hier nicht nur hin und her. Wir müssen tatsächlich das Holz auch hin und her tragen. Aber wir haben jetzt hier hauptsächlich Laubholzbretter. Nadelholzbalken plus 2. Okay. Scheint auch hergestellt zu werden. So, hier ist noch der zweite Wachturm. Den schicke ich dann gleich, die sollen hier oben gleich erkunden. Ja, Ration. Ist schon ein bisschen knapp, ne? Er hat gerade nichts mehr zum Jagen. Hier. Wie viele Grenzsteine haben wir denn noch? Ja, na 13. Okay. Bleibt das Schiff eigentlich die ganze Zeit hier? Oder fährt es irgendwann weg? Ich glaube, ich rede die ganze Zeit ein bisschen seitlich ins Mikro. Ich glaube, es klang ganz doof. Okay, man kann das aber alles nicht nur einmal ernten. Ich glaube, ich lasse mal kurz so ein bisschen so laufen. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Fleisch für noch mehr Rationen. Hier mache ich mir gerade so ein bisschen Sorgen. Weil davon schon wieder 14, 15 reserviert sind. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Ecke hier lassen für Wald. Also setze ich das Forsthaus. Ich meine, die haben alle Gebäude hier haben eine relativ große Reichweite. Ich glaube, ich setze das Forsthaus dann aber trotzdem auch hier irgendwo hin. Sammeln hier ordentlich. Guck mal.
Riesenhimbeeren. Hm? War ein Ausgangslager voll. Oh, wartet mal. Ja. Okay. Die bauen hier aus. Sehr gut. Sammelbare Pflanzen. Okay. Was für Pflanzen? Flachs? Was hat Flachs? Hier ist Sumpf. Gibt es im Sumpf Flachs? Ich weiß es nicht. Minimap-Steuerung. Okay. Okay. Okay, jetzt haben wir hier übrigens wieder... Kann ich das hier auch irgendwie einfach kopieren? Nee, ne? La la la. Okay, ich lasse das hier mal kurz ein bisschen im Schnelldurchlauf bei euch mitlaufen. Und ja, werde in der Zeit jetzt auch erstmal nicht reden. Aber ich lasse das mal kurz ein bisschen laufen, bis sich das hier alles weiter ein bisschen einpegelt. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich hier noch den Steinmetz hinbaue, der uns Grenzsteine schafft, herstellt. Denn hier sind sie. Es sind schon 30 reserviert. Weil ich weiß auch nicht, muss ich die ganze Zeit laufen lassen? Eigentlich habe ich ja jetzt erstmal wieder Platz. Ich glaube, ich mache die mal aus. Ich lasse die hier noch ein bisschen gucken. Aber erstmal... Ich habe hier so viel Platz. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich das alles bauen soll. Das Forsthaus könnte ich noch bauen.
Ich habe halt jetzt hier so ein bisschen doof gebaut. Ich würde das ja gern hier so hinsetzen. Ich das hier so hinsetze, dann haben wir, können wir hier da in dem Radius dann alles voller Wald bauen. Da rechts ist der Strand und muss kein Wald hin. Ja, der hat ein bisschen den blöden Arbeitsweg. Kennen wir alle. Manchmal hast du ein bisschen Pech mit deinem Arbeitsweg. Okay, wir kriegen auf jeden Fall Steine dazu. Wir kriegen Grenzsteine dazu. Oder? Sah das gerade bloß so aus? Nee, ist ja noch gar nicht gebaut. Okay, ich habe nichts gesagt. Wir haben auch noch Holz. Das heißt, wir packen hier. Keine Ahnung, wo hier was ist. Wir bauen jetzt hier noch das dritte Haus hin. Ich habe mein Dorf so weit auseinandergezogen gebaut, dass ich hier. Warum könnt ihr das hier nicht rüberstellen? Es kann immer nur eins. Oh. Echt jetzt? Gut, dann halt so. Gildenhaus, Schneiderei. Also ich kann auf jeden Fall die Schneiderei noch irgendwo mit hin. Wir brauchen dann, glaube ich, noch Platz für Landwirtschaft. Wir haben doch hier irgendwo Felder. Hier. Die müssen doch bestimmt auch noch irgendwo hin. Windmühle brauchen wir für Mehl, Getreidefarm, Gemüsefarm. Dann brauchen wir die Felder hier, aber hier wird gejagt. Dann machen wir Wald. Ja, ich weiß auch nicht. Machen wir Tierfelder hin. Und hier. Ich weiß sowieso nicht, was ich hier hinbauen möchte. Kriege ich eigentlich, wenn ich Sachen abreiße, Ressourcen zurück? Nee, hier, ne? Bestimmt nicht. Guck mal, die machen Werkstein. Werkstein brauche ich, glaube ich, gerade nicht. Macht mal Grenzsteine. Ist, glaube ich, besser. Noch ein Steinmetz und noch ein Steinbruch. Warum eigentlich? Machen wir später.
Wo genau kriege ich eigentlich Flachs her? Ist das hier das hier? Unsere Sammlerhütte kann ja auch Flachs sammeln. Wenn die Musik aus ist, ist es relativ leise, das Spiel. Ich würde aber sagen, müssen wir die ununterbrochen laufen lassen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Erstmal Schluss hier. Wir produzieren jetzt ein bisschen Grenzsteine, damit wir hier wieder ein bisschen was da haben für die nächste Erkundungsrunde. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Pilzen? Das muss doch jemand... verarbeiten. Taverne. Wir sollen auf jeden Fall Taverne bauen. Aber ich glaube, hier sind Sachen dabei, die sind noch ein bisschen wichtiger. Noch zwei Holzfällerhütten. Ich baue trotzdem die Taverne. Weil die Taverne sorgt ja für Genussmahlzeiten und Stärkungsmahlzeiten. Dann stellen wir hier noch solche Tischchen hin. Genau, und früher oder später müssen wir uns dann auch noch um Stoff kümmern. Zahnrad. Lass mir das mal mit anzeigen. Ich habe ja den Platz. Gut, wir haben jetzt hier erstmal wieder ein bisschen zu bauen. Schön, dass wir das Fleisch auch einfach hier draußen lagern. Oh, das Lager ist voll. Dann machen wir hier. Die hin.
Okay, und du. Ah, du pflanzt hier die Bäume an. Sehr schön. Jetzt ist hier unten auch wieder Platz für Wasser. Das hat eigentlich ein bisschen doof, ne? Dass ich den Brunnen jetzt hier unten stehen habe und hier oben brauchen sie Wasser. Aber da haben unsere Leute wenigstens was zu tun. Oh, die Taverne. Das gucken wir uns jetzt an. Ich würde gern, aber unsere Pagonia, die würde ich gern umbenennen. Ich würde gern so ein Feld irgendwo haben, wo steht, was sie gerade machen, wie es ihnen geht, was sie sich so wünschen. Und dann würde ich denen gern Namen geben. Kriege ich eigentlich auch Warnungen angezeigt, so im Sinne von Achtung, Achtung, ein Holz wird knapp oder Vorsicht, Vorsicht. Ihr habt kein Essen mehr oder so? Ich würde hier gerne Deko hinbauen. Ich habe halt hier ein bisschen doof gebaut. Machen wir noch mal zu. Brauche nämlich noch einen Marktplatz. Habe ich gerade gesehen. Zu spät. Also, wir müssten noch mehr Steinmetz, Steinbruch, Holzfällerhütten bauen. Die Gemüsefarm. Wie gesagt, die würde ich hier unten. Oder hier hinmachen. Dann kann es halt leider auch nicht mehr versetzen, weil ich krieg hier keinen Weg durchgebaut. Naja. Schief und krumm. Also was könnten wir jetzt noch machen? Wir haben an Ressourcen alles ausreichend da, würde ich sagen. Wir haben 124 arbeitslose Träger. Nun. Weiß ich jetzt auch nicht. Dann bauen wir hier die Getreidefarm hin, würde ich sagen, oder? Gemüsefarm. Was braucht denn die Gemüsefarm? Einfach nur Wasser. Kriegen wir Kürbis und Kohl. Hier kriegen wir Mais, Flachs. Oh, hier ist Flachs. Und Weizen. Werden an Marktstände geliefert. Also wir brauchen auf jeden Fall die Markt. Situation. Und die würde ich wahrscheinlich hier hinbauen. Wo ist denn das Marktzeug? Münzprägerei. Marktstände. Ich habe keinen Marktbrunnen.
Okay, das gucken wir uns gleich in der nächsten Folge nochmal an. Ich würde jetzt erstmal hier für heute die Folge beenden. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Und ich gehe dann nächste Folge nochmal auf die Suche nach einem Marktbrunnen und Marktständen. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt schon bauen kann. Wir gucken mal. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.